Ja. Ist ein? Was? Sag mal. Du kannst schon einschalten. Wann willst du dich eigentlich mal rasieren? Ich? Wie? Warum? Ich bin Teil eines wissenschaftlichen Experiments. Also mich haben sie genommen, dich scheinbar nicht. Ja, das ist auch das Ende von dir, glaube ich, oder? Wenn die fertig sind mit dir. Mal sehen. Wollen wir das, wir lassen uns mal zuwachsen, bis Corona zu Ende ist, oder? Was meinst du? Wir gucken mal. Ich glaube, das entscheidet meine Frau am Ende. Okay. Warten. Ich würde das mal sagen, du fährst hier erstmal die Firewall hoch. Soll ich mal einschalten? Drehen? Hilft das? Hilft das? Komm, dreh mal. Drehen, drehen, drehen. Ist oben. Gut. Ich bin geschützt, Gott sei Dank. Virenschutz handgemacht. Sag mal, Matze. Sag mal, Matze. Ich habe eine Stunde verloren. Du hast eine Stunde verloren. Das ist eine Zeitumstellung, ne? Hast du vorgestellt? Die Stunde habe ich jetzt. Ich habe zurückgestellt. Toll. Konntest du ja 2 Stunden länger schlafen als ich. Muss ich um die Wand rumgucken eigentlich? Du kannst mich gar nicht angucken so. Du guckst ja voll gegen die Wand. Merkst du es? Ach so, ich habe mich schon gewundert, warum du so eine Mauer im Gesicht hast. Ja, okay. Na denn. Ihr merkt schon, uns fällt nicht allzu viel ein so in so einer ruhigen Zeit, aber doch. Doch. Zum Beispiel, was wir natürlich, ihr könnt euch ja sicherlich noch erinnern, wir hatten am 21.03. unsere Geburtstagsfeier von BNT wie geplant gehabt. Das ist allerdings nicht unser Geburtstagstermin gewesen, denn der war am Freitag gewesen, am 27.03. Und da ist Borgheide News TV tatsächlich 4 Jahre alt geworden. Matze, kannst du dich erinnern? Noch geht's. 4 Finger geht. In 2 Jahren wird schlechter. Kommt an bei dir noch, ja? Ja. 4 Jahre alt. Ja, 4 Jahre machen wir das jetzt schon. Anfangs jeden Sonntag, jetzt jeden Montag und zwischendurch immer noch mal ein Filmchen. Also es ist gar nicht wenig, würde ich sagen. Und die Geburtstagsparty, die holen wir auf jeden Fall nach. Wir wissen bloß noch nicht wann. Ist halt leider so, oder? Ja, wir suchen uns mal, also es wird ja dann ziemlich eng also nach Corona wird es ziemlich eng mit den Wochenenden, weil ich glaube, alle wollen dann plötzlich irgendwas machen. Wir haben ja schon auf Facebook ein bisschen gescherzelt, bei wem wir die Party so veranstalten können, damit wir nicht aufräumen. Familie Schelk hat sich zur Verfügung gestellt. Jetzt hast du den Namen gesagt. Also nein. Hey Familie Schelk, wir freuen uns. Wir kommen dann. Ja, aber übrigens, wer uns mal einen Kaffee spendieren möchte oder uns so weiterhelfen will, wir haben auch unten in der Beschreibung, Schwarzbier, einen PayPal-Link drin, wo ihr uns gerne, wenn ihr möchtet, Unterstützung zukommen lassen wollt. Wir freuen uns darüber natürlich auf jeden Fall, zumal der Matze die große Kamera kaputt gemacht hat. Also nicht mit Absicht. Aber kaputt. Lass ich mir nicht nachsagen. Aber kaputt. Ja, die ist mal bei einem privaten Geburtstagsvideo vom alten Stativ, deswegen musste ich ein neues Stativ kaufen, runtergefallen. Aber sie ist in Reparatur, wir wissen noch nicht, was es kostet, aber es ist nicht einfach zurzeit. Und die kommt demnächst wieder. Jo, dann kommen wir mal zu Corona. Matze, hast du was dazu zu sagen, zu Corona? Ja, schönen Dank an das Amt Brück für die vielen Update-Statusmeldungen, die da immer kommen. Die verteilen wir ja auch regelmäßig auf unserer Facebook-Seite Borgheide News TV. Und natürlich ist auch auf unserer Webseite, der Mediengruppe-Borgheide, wer das Amt Brück nicht direkt finden sollte, ist auch dort immer der Link aufs Amt Brück gesetzt. Genau. Dass man auch von da direkt dorthin findet kommt. Man aber die Infos auch im Borgheide Hilft und in der Borgheide News und unserer Borgheide News TV und auf unserer Website und auf der Website von Brück. Also eigentlich kann man nicht sagen, dass man diese Infos gar nicht findet. Nee. Und ist auch schön, ein bestätigter Corona-Fall im Amtsgebiet Brück. Und diese Meldung ist permanent konstant. Das ist auch schön. Und das zeigt auch so ein bisschen, dass sich wahrscheinlich auch sehr viel an das Kontaktverbot gehalten wird und dass auch das Ziel hoffentlich, wenn es so bleibt, erreichen wird. Wir haben die Mauer dazwischen, reicht doch. Außerdem, ich sitze seit 13 Tagen in Quarantäne zu Hause quasi, kaum Außenkontakt und arbeite auch zu Hause, du ja auch, meine Frau arbeitet gar nicht mehr, also eigentlich sind wir... Ich meine ja nur, wir brauchen Masken. Masken. Ach, das war der Hinweis, ja? Ja, guten Morgen. Guten Morgen, jetzt muss ich aber ablesen. Also, unsere Ines Renner kennt ihr ja alle. Ehemals, muss ich schon fast sagen, weil wir wissen gar nicht, ob sie noch aufmachen kann dieses Jahr.
Tagesmutti. Und Ines ist aber schon wieder ganz groß am Ackern, denn sie meldet sich hier mit einem Aufruf. Und viele kennen sie vom Nähmarathon. Und auch dieses Mal geht es ums Nähen, nämlich um Mundschutz für den privaten Gebrauch. Und wer da noch mithelfen möchte, kann sich gerne bei ihr melden. Telefonnummer blendet der Luzi ein, 0170 450 8457. Auch gerne per WhatsApp ist sie erreichbar. Und dieses Mal muss natürlich alles über den Gartenzaun gemacht werden, denn der Abstand ist jetzt so wichtig. Wer beim Zuschnitt und Nähen helfen möchte, meldet sich bitte bei ihr. Vielleicht hat jemand auch noch Schlüpfergummis oder Haushaltsgummiband im Nähkästchen liegen und würde das auch gerne spenden. Das könnt ihr auch bei ihr abgeben. Ziel ist es, so viel wie möglich Leute mit Mundschutzmasken auszustatten. Jede noch so kleine Hilfe trägt dazu bei. Und die Ines bedankt sich schon mal vorab für die Hilfe. So, wir haben das Bild gezeigt von der Ines. So können die Dinge aussehen oder noch anders. Ich habe hier immer so ein anderes Tuch hier so, das kann ich mir mal vormachen, wenn Matze da ist. Ansonsten, dann geht's weiter mit dem letzten Aufruf für den Kunst- und Kulturpreis von Borgheide, der normalerweise immer am 30. April verliehen wird. Wir waren letztes Jahr dran. Stimmt's? Na, guck mal da. 2019 steht auf dem Plan. Merkst du schon gar nicht mehr. Letztes Jahr hast du vergessen jetzt, ne? Ja. Und der wird dieses Jahr wieder vergeben, allerdings leider nicht am 30.04. meine ich. Die Übergabe und das Prozedere wird noch festgelegt. Ob wir das in einem Video machen, mit Abstand, nein, bis dahin wird sich das gegeben haben. Aber ob es vielleicht in einem Video kommt oder ob das, man weiß noch nicht, vielleicht mal in einer späteren Veranstaltung kommt, dazu können wir im Moment noch nichts sagen. Da sind wir mit dem Bürgermeister in Kontakt, wird sich entscheiden. Aber auf jeden Fall morgen, 31. März, letzter Tag, Vorschläge einwerfen, bitte im Briefkasten an der Gemeinde oder es kann auch direkt ans Amt Brück geschickt werden. Mhm. Das wird von dort aus dann auch verteilt. Aber die schon mal dran waren, sollten nicht unbedingt nochmal. Nein, wir haben auch noch ein Werbevideo. Nein, wir haben noch einen Dank an die Helfer, die bisher in Borgheide aktiv waren im Amtsbereich. Stimmt. Und wollen uns natürlich auch für die Unterstützung bedanken. Und super, ihr macht wirklich einen klasse Job. Es ist, glaube ich, nicht einfach in den Zeiten. Und man kann schon sagen, eigentlich möchte ich nicht tauschen. Ich fühle mich hier zu Hause ganz wohl. So, du kannst auch schön sagen, ja, du musst gerade nicht arbeiten. Und bevor wir zum letzten Teil kommen, Matze, musst du wieder auf die Froschleiter. Ja. Ja? Das ist eigentlich, guck mal hier, Lutze. Hast du es gesehen heute? Da läuft nämlich schon hier, guck mal, unser schönes Wetter von heute Mittag durch. Schickes Video, toll, Schnee, hast du schön hingekriegt. Ich wollte Schneemann bauen, bin raus, hat's aufgehört. Du bist aber dafür verantwortlich, ne? Ja, gerne. Du wolltest Schnee haben dieses Jahr und jetzt hast du ihn gehabt. Und wenn du nichts rausgemacht hast, selber schuld. Der Montag bleibt verschneit, verregnet, aber das hört jetzt langsam auf. Tagestemperaturen gerade maximal 5 Grad, höchstens, viel wird halt nicht mehr. Aber es geht aufwärts in der Woche. Richtung Wochenende sehen wir wieder die 11 Grad. Kaum noch Niederschläge in dieser Woche und vermehrt Sonnenschein. Aber nachts immer noch die ersten 2 Tage unter Null. Und dann geht es dort auch etwas höher wieder. Es geht aufwärts. Aber auch im April oder Mai kann natürlich noch der ein oder andere Nachtfrost kommen. Das ist ganz normal. Aber so richtig hat er dich im Griff mit dem Wetter. Ich auch. Nee, vielleicht braucht man eine neue Leiter, dass er ein bisschen höher kommt. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt aber. Jetzt. Kunst- und Kulturpreis. Kunst. Also der Matze, ja, ich will ja nichts sagen, der hat immer so unmöglich dumme Ideen. Damit kommt er auch so ganz plötzlich raus. Danke. Und dann muss es auch noch ganz, ganz schnell gehen. Und wir wissen ja, dass wir eigentlich zu zweit dürfen. Also manchmal ist meine Frau dann nicht da, dann darf Matze mal kommen oder so, wenn ich nicht gerade komme. Erscheinen. Ja, und weil er nicht ganz dicht ist, hat er mich gezwungen, innerhalb von 5 Stunden zu schreiben, zu spielen, aufzunehmen, zu schneiden und mich zu ärgern, weil es ist nicht perfekt, aber komm, geil. Guck mal hier, blende mal das Skript hier ein. Siehst du, ich habe schön drauf rumgekritzelt, ja? Ich muss mir auch Gedanken machen, wie das alles aussehen soll. Aber ich denke mal, es ist trotzdem geil, oder? Hier, schaut mal. Am Anfang, da wollte keiner glauben, doch der Virus, der war schon da. Jetzt will er uns die Nerven rauben, kein Klug.
hier ist wer da. Die Nudeln sind zu Ende. Die letzte fand ich hinter Klopapier. Kann Nudeln nicht mehr sehen. Vielleicht hab ich noch ein dunkles Bier. Komm, heb mit uns die Hände, auf dass jemand uns erhört. Singen wir die neue Hymne, Corona uns längst empört. Caramba, Carajo, Corona. Caramba, Carajo, ein Bier. Sacramento, Rock, Heide, zu Hause, da bleiben wir. Caramba, Carajo, Corona, Caramba, Carajo, ein Bier. Verflucht Sacramento, Rock, Heide, zu Hause, da bleiben wir. Sind wir das gewesen? Ey, alle singen für Corona, kreuz und quer, Deutschland hoch und runter. Warum sollen wir uns da nicht beteiligen? Spaß hat es trotzdem gemacht, das ist geil. Aber wir üben das noch ein bisschen, sind wir noch ein bisschen flüssiger da drin, dann funktioniert es auch ganz gut. Weil, wie gesagt, es ist eigentlich unmöglich, dass ich in so kurzer Zeit sowas da reinprügle. Aber ich denke, es geht, oder? Und nein, das wird nicht vorgeschlagen für den Kunst- und Kulturpreis. Wir sind raus, ja? Also, ja. Geile Geschichte. Leute, bleibt gesund, bleibt zu Hause. Geht nur mal spazieren, wenn es schön ist, und das, wenn es geht, alleine oder nur zu zweit. Wir sehen uns wieder spätestens am nächsten Montag. Kannst du mich bitte aus dem Video vielleicht noch rausblenden von eben? Bin mir doch nicht so sicher, ob ich da erscheine. Ich mach dir einen schwarzen Balken vor oder eine Mauer vor dem Kopf. Wir sehen uns. Bis nächsten Montag, wie immer. Euer Matze und Lutze. Tschüss. Tschüss.